So, hallo, herzlich willkommen. Wir machen heute ein neues Video zum Thema Image Streaming. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, aus uns alles Mögliche an Bildern, Gefühlen und dergleichen zu erzeugen. Heute ist das Thema unser Geruchssinn. Wir arbeiten ja mit den verschiedenen Sinnen. Und ich habe dafür so ein richtig altes Buch von 1927, also das ist ja so ein richtig alter Schinken. Ne? Von mir geht es aber nicht jetzt um dieses alte Buch in dem Sinn, sondern nur um den Geruch, also unseren Geruchssinn. Ich schmecke hinein und nimm diesen Geruch mal auf und schon kommt bei mir ein Bild von einem langen Flur, der ist in der Mitte sehr dunkel und dennoch links und rechts ein Regal von Büchern und umso mehr ich in diesen Gang oder Flur oder egal wie man das nennen möchte, es kann auch breiter werden, ich kann es breiter machen. Der ist unendlich tief, geht der rein. Und in der Mitte, irgendwo auf der rechten Seite, ist so eine schräge Leiter und da steht ein Mann drauf. Und der fasst irgendwo in dieses Regal, um irgendwo ein Buch rauszuziehen. Aber ich erkenne dieses Bild von diesem Mann nicht. Vielleicht bin das ich, sagen wir mal so, als Bibliothekar oder so in der Richtung, der irgendein Buch, Informationen sucht in dieser unendlichen Bibliothek. Und hier ist alles alte Wissen gespeichert in Form von Büchern. Heute nennen wir es morphische Felder. Und haben Zugriff auf dieses Wissen. Wenn ich jetzt ein bisschen nach unten blicke, ist ein Flur, der ist hell. Der Boden ist rot, so wie so ein rötlichen Teppich. Weiter hinten ist Licht, da geht es auch ein bisschen um die Ecke rum. Und da geht jemand vor, und gehe ich mal nach. Und hier ist es nicht dunkel hier unten, aber das obere Bild ist immer noch irgendwo ein bisschen da. Aber ich will mehr reingehen in das untere Bild. Und hier ist auch dieses Licht, hier ist angenehmer, da ist nicht dunkel. Und immer weiter vorne ist immer heller und heller. Und hier sind diese Linien, so Lichter, so wie wenn ein Licht eingeschaltet wird, um zu weit ich reingehe. Und auch natürlich die Bücher an den Regalen besser zu sehen. Und es ist auch für mich wesentlich angenehmer hier in diesem unteren Bereich von diesem Flur als wie oben. Oben ist es kühler, wenn ich rauf gehe und unten ist es ein bisschen wärmer, angenehmer. Es riecht nicht mehr nach den alten Büchern, sondern ganz normal. Vielleicht weil jetzt dieser Geruch bei mir schon langsam verflogen ist, er geht weg. Und ich schmecke momentan so bisschen trocken. Der Geschmack, der Geruch ist normal. Und jetzt der Gehörsinn ist eigentlich eher ruhig und still, wie außer meine Stimme jetzt. Und da sehe ich vorhin so Tische wie in einer Bibliothek und da sitzt jemand und ich sehe ihn mich an. Kurz gehen aber weiter und einer sitzt da mit einer Brille auf und schreibt was auf. Also alle anderen lesen, aber einer schreibt. Er blickt und schreibt. Und soweit mal heute dieses Video. Das heißt, für mich, so jetzt auf die Schnelle, das Feedback, was wir aufnehmen
von außen aufzuschreiben. Ich mache das immer schon seit vielen Jahren. Habe immer so einen Block hier liegen und schreibe mir vieles auf, auch Gedanken, die ich habe, auch nachts ab und zu, wenn ich munter werde, schreibe ich mir das auf, um es nicht zu vergessen. Das ist eigentlich so mein Hauptpunkt immer, um wieder nachschauen zu können, um das, weil mir einfach diese Gedanken zu wichtig sind, dass man es vergisst. Deswegen ist dieses Aufschreiben besser, als wie wenn wir den Gedanken haben und dann ist er weg. Weil wir wissen ja alle, ist das gleiche, wie ich so ein Traumtagebuch führe, um meine Träume aufzuschreiben, für Klarträume oder luzides Träumen. Und da ist es auch wichtig, dieses Feedback, dass wir uns das notieren, weil wie jeder von uns weiß, wie schnell, wenn wir aufstehen, ist ein Traum vergessen. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Jeder von uns hat viele Gedanken, Ideen und vielleicht die Idee deines Lebens. Du schreibst es nicht auf und dann ist es weg. Und du sagst, wow, ich hatte da so eine tolle Idee und jetzt ist sie weg. Okay, also das war jetzt so ein Ausflug in dieses Image-Streaming rein. Und geholfen hat mir dabei dieses alte Buch, also der Geruch. Und so kann es ein Parfüm sein oder andere Dinge. Man kann mal verschiedene Dinge ausprobieren. Ich möchte dir an dieser Stelle empfehlen und dich einladen, es nachzumachen und für dich deine Erfahrungen zu machen. Und nicht, wenn es am Anfang nicht so funktioniert, schreiben Kommentar darunter. Wenn du auch keine Bilder sehen kannst, schreib einen Kommentar darunter, weil Feedback ist unheimlich wichtig, weil dann kann ich dir helfen und kann dir sagen, was du tun kannst, um diesen Bilderstrom anzureichern oder zu fördern, dass es in Gänge kommt. Wir können auch noch Videos machen zu dem Thema. Okay, aber lass uns bei heute bei diesem Thema und bis zum nächsten Video. Ich freue mich über euer Feedback, über dein Feedback. Und mach es nach und ich wünsche dir viel Freude damit und bis zum nächsten Video.